Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im Hintergrund sehen wir den schönen KISS Motorsport Porsche. 991 GT3 R. Also die alte Version halt, ne? Nicht die 2019er Version. Und ja, wir machen heute nach langer oder etwas längerer Zeit machen wir wieder mit der Karriere weiter. Und zwar müssen wir jetzt als nächstes auf Brands Hatch. Und da ein bisschen was machen, ja. Und ich würde sagen, wir springen da einfach mal hin. Brands Hatch Leistungstest. Wir sind auf jeden Fall in England in Brands Hatch und deshalb regnet es auch. Ist ja ganz klar. Das Team hat einen Leistungstest in Brands Hatch organisiert. Die Strecke ist dank eines Hobby-Rennevents am vorigen Wochenende mit einem griffigen Gummifilm überzogen. An die Arbeit, fahre sicher, beständig und so schnell wie möglich. Okay. Ja, Setup habe ich, ne? Aber ich glaube, das ist halt nur fürs Trockene. Ja. Also wird uns das ziemlich wenig bringen, so. Wir stellen auf jeden Fall den Reifendruck. Wir gehen einfach hier auf das nasse Preset. Das hatten wir, glaube ich, sowieso gerade schon ausgewählt. Wir wählen. Welche Map wählen wir? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Einen Moment, ich suche mal gerade die Maps raus. Jo, Map 5 fahren wir. Bremsen 1. So. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Strecke. Okay. Ja, moin, ich wollte eigentlich kein Highlight hinzufügen. Da habe ich mich jetzt erstmal vertippt. Aber ist ja auch egal. So, ich bin jetzt auf jeden Fall mit Lenkrad unterwegs. Da. Ja, ich jetzt ein Lenkrad habe. So, und das, der Force Feedback Bug in ACC auch behoben wurde. Ich kann euch übrigens mal meine Einstellungen zeigen. Ich habe das G29, falls ihr da Einstellungen sucht. Das hier sind meine Einstellungen. Ich komme persönlich mit denen ziemlich gut zurecht. Und ja, also könnt ihr gerne auch benutzen, wenn ihr damit zurechtkommt. Und ja, genau. Ansonsten könnt ihr die ja auch noch auf euch selbst personalisieren. Ja, nice. Mensch, ist ja unglaublich. Jetzt sind die Reifen sogar zu warm. Und ich habe bei meinem Bremspedal habe ich heute diesen Gummiblock rausgenommen, weil der ist einfach so nervig. Du musst so dein komplettes Körpergewicht so in die Bremse drücken, damit du einigermaßen bremst. Und ja, fand ich viel zu nervig, deshalb habe ich den einfach rausgenommen. Und ich finde, die Feder alleine, die reicht vollkommen, weil die ist ja auch schon härter als jetzt beim Bremspedal oder bei der Kupplung. Ich finde, das reicht. Ansonsten kann man diesen Block, diesen Gummiblock auch durch einen Korken ersetzen. Habe ich gehört, dass es auch ganz gut funktionieren soll, weil der halt eben auch weicher ist. Oder es gibt auch extra so andere Gummiblöcke halt quasi dafür. Die kannst du überall kaufen, auf eBay, auf Amazon bestimmt auch. Ja, einfach mal ein bisschen umschauen, umhören, auf YouTube nachschauen. Und dann klappt das.
Und ich muss sagen, diesen Block auszubauen, das ist auch gar nicht so schwer. Also das geht echt einfach, da kann man eigentlich nicht wirklich etwas falsch machen und auch nichts kaputt machen eigentlich. Es gibt auch viele Leute, die halt die, die Bremse und das Kupplungspedal einfach tauschen. Das wollte ich jetzt allerdings nicht machen. Ja, weil ich das ansonsten immer wieder im Game umstellen muss und darauf hatte ich halt einfach keine Lust. Genau. Und ich denke, wir machen eventuell sogar einen Boxenstopp, indem wir den Reifendruck unterstellen. Und unsere Reifen sind viel zu warm. Was ist da los? Holy shit. Ja, das war viel zu spät. Okay, jetzt können wir sowieso an die Box. Moment, ich stelle das mal hier gerade noch ein. Wir können hier eigentlich locker auf 27 runter. Und hier auf 26,9. So. Bremsen wechseln. No. Nein. So. Hier aber eventuell trotzdem Regenreifen. Jetzt muss ich das nochmal neu einstellen. Ja, cool. Lol. Okay, gerade so noch eingestellt bekommen. Kostet uns jetzt zwar ein bisschen Zeit, aber ja, ist ja kein Problem, denke ich. Ist auf jeden Fall besser, als wenn wir jetzt mit so komplett falschen Reifeneinstellungen quasi fahren, ne? Oh, ja, das kann ich dann ja auch mal ausschalten. So. Ja, im zweiten... Ach, herrje. Geht ja schon wieder richtig gut los, Mensch. Im zweiten Karriererennen in Zolder hatten wir eine Reifenpanne. Ich weiß immer noch nicht genau, was da war. Ob der Reifen geplatzt ist oder ob ob der Reifen einfach nur blockiert hat. Aber gut, Fakt ist, es war eine Reifenpanne, wir konnten nicht mehr weiterfahren und sind daher leider auf dem letzten Platz gelandet. Das erste Rennen haben wir dafür auf dem ersten Platz absolviert. Ja, und jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es jetzt im nächsten Rennen ausgehen wird. So, wir fahren jetzt mal wieder ein wenig vorsichtiger. Die Reifen sind schon wieder ein Ticken zu warm, ne? Ach Mensch. Das Ding ist, hier sind auch keine Pfützen auf der Strecke. Ach so. Ah ja, 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 ja. Schön. Ist ja nicht normal. Das Ding ist, im Monster hatte ich gar keine Probleme im Regen, ne? Und hier einfach so. Tschüss. So ungefähr. Und der Reifen ist schon wieder viel zu warm.
Aber ich gehe jetzt mal überall etwas früher auf die Bremse. Aber das Ding ist, die Strecke sieht halt irgendwie kaum nass aus. Aber gut. Oha, wir haben die Kurve geschafft, Freunde. Also Regen feiere ich echt nicht, ne? Ist ja schlimm. Oh nö, und jetzt zählt die Runde wieder nicht. Ach Mensch. Ah ja, gut. Dann ist das halt eben auch schon vorbei, ne? Eigentlich kommt man hier halt locker im dritten Gang durch. Hier normalerweise auch. So. Naja, gut. Das Lenkrad sollte man trotzdem nicht loslassen, ne? Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Session. Wow. Ja, ne? Lief ja auf jeden Fall super. Mal sehen, was dann als nächstes ansteht. Vermutlich halt wieder freies Training. Genau. Ah ne, Sprintrennen direkt? Kein Training, kein Quali, nichts. Naja gut, das seht ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.